Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zum Donnerstag-Nacht-Video. Ihr konntet auf Instagram wieder entscheiden, was ich mir anhören soll als allererstes. Und es ist UFO geworden. Außerdem als zweites glaube ich, das neue Signing von Raff und auch Juri. Juri wird am Samstag um 10 Uhr kommen und den ganzen anderen Rest werden wir heute, also Freitag 17 Uhr, auf twitch.tv/tubo abchecken zusammen. Und ich bin gespannt. UFOs Singles, die alle rauskamen, haben mich absolut, sagt man, überzeugt. Keine Ahnung, ich fand die geil. Ich höre die immer noch, Big Drip und so weiter. Oder nur zur Info. Also voll mein Geschmack, ne? Von daher, ich bin gespannt, was wir hier bekommen. Neuer Song, let's go. Ach so, und bevor es losgeht, Freunde, ihr seht, dass dieser Arm noch relativ leer an Tattoos ist. Ich habe so ein paar Pläne, aber ich suche ein gutes Tattoo-Studio oder irgendeinen Künstler aus Köln oder die Nähe, aus der Nähe von Köln oder so, der Bock hat, mit mir zusammenzuarbeiten, weil ich habe ziemlich viel vor. Also wenn ihr da jemanden kennt, schickt mir den gerne mal irgendwie rüber per E-Mail oder Instagram oder so. Und zu UFO ist mir noch was aufgefallen, und zwar seine komplette Promo-Geschichte, sag ich mal, zum neuen Album, finde ich sehr angenehm, weil, ich sag mal, Big Drip kam vor einem Monat, nur zur Info kam vor zwei Monaten. Also wirklich im Monatsabstand finde ich super angenehm. Das Album kommt am 24.04., also haben wir noch zwei Monate. Das heißt, eine Single, denke ich mal, werden wir definitiv noch mitbekommen. Finde ich cool, finde ich sehr angenehm und man wird nicht so übersättigt, ne? Aber okay, genug. Kommen wir zum Song. Also, Rich Rich heißt das Ganze. Passend natürlich zum Album. Text ist natürlich von UFO. Musik ist von Sonus, The Crates und Jimmy Torrio. Ist einfach eine geile Kombo, ne? Die drei. Mix und Master, Lex Barkey. Vocal Editing, Borwa. Okay. Das ist für mich neu. Was? Okay, was bedeutet das? Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr denkt, was das bedeutet. Also vielleicht die Art des Autotunes oder so. Ich hab keine Ahnung. Artwork? Okay, okay, okay. Wow, wow. Freiwillige Feuerwehr und so. Krass, viele Leute dran beteiligt. Let's go. Reden, weil du nicht mein Status hast. Okay, ich muss jetzt ganz ehrlich schon was sagen. Die Melodie, super schöner Synth. Was ich aber geil finde, das war auch so bei den Raff Camora Sachen, die The Crates produziert haben. Dieser tiefe, lange Synth-Bass oder so, ne? Ey, ich finde, das baut so eine geile Stimmung immer auf. Okay. Siehst du, wie ich lebe? Ja, ich hacke Tag und Nacht. Ja, du hatest, Dicker, während ich die Bravos pack. Misch dich nicht in Dinge ein, von denen du keine Ahnung hast. Rich, Rich, Rolls Royce Raptech, die Lina im Backstage, yeah. Meine Fan, meine Sicherheit, yeah, yeah. Lade alle in die Villa ein, yeah. Mit der American Express, yeah. Yeah. Coco Chanel, Bitch, yeah. Chanel, yeah. Everyday, Dicker, Payday, yeah. AP, keine Day, Date, nein. AP, yeah. Fahr durch Paris und um Daimler, yeah. Alter, was ist das für ein Video? Also soundtechnisch muss ich sagen, er ist sich treu geblieben zu den letzten Songs. Ich glaube, das ganze Album ist geht auf jeden Fall stark in diese Richtung. Und ich muss sagen, das trifft meinen Geschmack. Ne, also sowas höre ich gerne wirklich, wenn ich mit dem Auto rumfahre oder so. Oder wenn ich zu Hause am Zocken bin oder keine Ahnung. Beim Pumpen jetzt nicht so, ne, aber ich glaube, das ist ein anderes Thema. Aber Sound gefällt mir. Also ich frage mich gerade, was dieses Sound-Editing, Voice-Editing oder Voice... Was der Borwa gemacht hat. Würde mich echt interessieren. 1000 Euro Flasche Wein, ja. Lass du 30 bei dir, ja. Dein Louis, Dicker, made in China. Ja, made in China, ja. Digga, du hast keinen Drip, nein, nein, da hilft kein Balenciaga, nein. Digga, wenn du einen Job brauchst, wenn du willst, sei mein Fahrer, ja. Jeden Abend im Nobu. Okay, haben sie komplett alles weggelassen, a cappella. Ich denke mal, dass es auf dem Beat aufgenommen wurde und im Nachhinein einfach nur der Beat wurde dann angepasst und wurde einfach rausgenommen und dann kam der halt wieder mit diesem Einstieg ein. Wenn nicht, dann krasses Taktgefühl, muss man mal sagen, ne? Schön. Pah, Junge, das Video ist halt einfach holy shit. In Russland, ne? Ich verliere nicht meinen Fokus, nein. Bleib clean und das Cash kommt rein. Bleib clean. Bleib clean?
also können wir nicht reden, nein. Weiß Bescheid. Wir können nicht reden, weil du nicht mein Status hast. Kaviar ist ekelhaft. Sorry, ich verstehe dieses Statussymbol überhaupt gar nicht, ne? Also ich finde Kaviar echt nicht lecker oder so, überhaupt nicht. Aber sonst muss ich sagen, Rich Rich passt auf jeden Fall zum Thema. Davor Big Drip, also das Album ist ein reines Flexer-Album, muss man einfach mal sagen. Also ich erwarte jetzt keine Songs wie 4.30 Uhr oder so, die halt so ein bisschen, ne, ein bisschen deeper sind oder so, sondern wirklich reines Geflexe. Und ich finde, da sehe ich ihn auch, ne? Das ist wie bei Luciano. Luciano sehe ich auch sehr bei Flex-Sachen, aber bei Luciano sehe ich auch die etwas deeperen Sachen, bei UFO halt auch ab und zu, ne? Also ich finde trotzdem, die beiden haben dieses Flexen wirklich. Oder gibt's noch jemanden in Deutschland? Erzählt mal. Also Kolle natürlich früher, so muss man auch sagen, darf man nicht vergessen, aber sonst. Siehst du, wie ich lebe? Ja, ich hacke Tag und Nacht. Ja, du hatest, Digga, während ich den Brabus pack. Misch dich nicht in Dinge ein, von denen du keine Ahnung hast. Rich, rich, ja, ja. Rich, rich, ja, ja. Rich, rich, ja, ja. Digga, nein, nie wieder hart. Ey, ich finde, findet ihr es auch komisch, Sachen mit Helikoptern zu sehen? Auch bei Luciano schon, so nach der ganzen Kobe Bryant-Geschichte und so. Ich sehe das irgendwie in einem ganz anderen Auge gerade, ne? Oder Blickwinkel oder keine Ahnung. Boah, Junge, ey. Ist für mich ein komisches Gefühl. Auch wenn ich jetzt keine wirkliche Verbindung zu ihm hatte. Also bei mir war ja eher so Allen Iverson, wie bei Elias auch zum Beispiel. So Allen Iverson oder Half Man, Half Amazing. So die ganze Street and One Geschichte und so. Aber trotzdem irgendwie, ne? Ich habe keine Ahnung, es gibt halt dieses sympathische Flexen und es gibt dieses, boah, ich schäme mich irgendwie fremd dafür. Und irgendwie, ich weiß nicht, wieso es so ist, aber auch ein UFO kriegt es so rüber, dass man es ihm wirklich gönnt. Also generell gönne ich eigentlich jedem. Also es gibt keinen, wo ich sage, ey, auf gar keinen Fall. Aber ich finde, jetzt nicht nur wegen den Lines von wegen, früher war der Kühlschrank leer und so weiter, sondern so generell habe ich so das Gefühl, auch bei Kapi oder so, ne, so ich gönne denen das. Also die unterhalten mich ja und ich glaube, das ist das Wichtigste. Ey, was ich einfach sagen muss, ich glaube, ich hatte das, wann habe ich das gesagt, weiß nicht mehr, so Trap-Geschichten und so weiter müssen schon besonders sein, damit sie mich irgendwie noch catchen. Und ich muss hier sagen, das Besondere, was ich hier höre, sage ich mal, sind diese Pausen, wo halt keine Drums, nichts zu hören sind, sondern entweder nur dieser tiefe, lange Synth oder wie am Anfang oder so, da, so diese atmosphärischen Sachen. Und die, finde ich, bauen die halt echt sehr gut auf, ne? Ich wüsste gerne, wer was gemacht hat, also Sonos, Jimmy, The Crates, finde ich halt immer sehr interessant, wer was gemacht hat, ne, wüsste ich gerade ganz gerne. Es müsste so einen deutschen Genius-Kanal geben, der solche Sachen auseinandernimmt oder halt die Leute einlädt, die Produzenten und so weiter und die immer so was Kurzes dazu sagen. Könnte man eigentlich mal aufbauen, ne, wäre eigentlich mal ganz cool so. Der physische Satan, er ist auch hier. Was bescheißt du? Okay, leck mich, Alter. Wie hart droppen gerade die Drums, bitte. Alter. Alter, wie viel Abwechslung hier einfach ist, ne? Holy shit. Also der Part gerade hat mich komplett umgehauen. Das ist ungefähr wie bei Nur zur Info, wo am Ende halt einfach die Drums dann laufen und man denkt sich so, boah, davon will ich eine 90-Minuten-Version. Oder noch länger. Ja.
Feier, so wie Cassius Clay. Meine AP teilt los. Rich, rich. Ah, ey, irgendwie, ich achte echt selten auf die Texte in letzter Zeit, ne? Das tut mir echt leid. Cash out, Digga, every day. Legends, ja, so wie Cassius Clay. Legends, so wie Cassius Clay, also Muhammad Ali, ne? Okay. Aber es ist halt auch fast nur Geflexe, ne? Ich glaube, da sind jetzt keine tiefgründigen Wortspiele oder sonst was. Meine AP teilt los. Rich, rich, ja. Life go. Ja, scheiße auf deine Meinung. Warum redest du, wenn du kein Cash hast? Kein Cash hast. Warum redest du, wenn du kein Cash hast? Kein Cash hast. Mach den Mund zu, wir sind rich, rich, ja. Ey, ich glaube, das, was das hier so hart macht, ist erstens die Snare und zweitens diese schnell gespielte Kick. Boah, Junge. Meine Family beschützt mich. Meine Family, ja. 100k, Daily Biz, Doppel-C, keine Ray-Ban, ja, mein Life, ein Race-Race, chase the money. Doppel-C, keine Ray-Ban, also Coco Chanel. Ja, chase, das ist Cash auf den Dschein, ja, echte Freunde, kein Spray-Tan, dein Monatslohn, ja, meine Sneaker, ja, rich, rich. Alter, und jetzt noch gefiltert die Drums, ne? Ist so ein bisschen Travis Scott-Feeling. Findet ihr nicht? So an den Drums und so weiter und an den Abwechslungen im Beat und so? Ja, wir sind rich, rich. Ist das eigentlich eine rückwärts gespielte Flöte? Jetzt gerade, was man so hört, würdet ihr sagen, das ist eine rückwärts gespielte Flöte? Ich würd mal sagen, vielleicht. Ich will das noch länger. Mann! Ey, es ging immerhin 3 Minuten 30, ne? Bei weitem länger als alle anderen Rap-Songs so in letzter Zeit, aber es kam mir trotzdem verdammt schnell vor. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich enttäuscht er mit keiner Single bis jetzt. Ich glaube, das Album wird mir richtig gut gefallen, weil es trifft einfach meinen zurzeitigen Geschmack. Klingt das komisch, zurzeitigen Geschmack? Keine Ahnung. So, was ich halt einfach wirklich gerne höre. Und ja, ich glaube, ihr merkt selber, dass ich hier auf dem Hauptkanal höchstens noch so 2 Reactions die Woche hochlade, vielleicht noch 3 oder so, aber es werden auf jeden Fall weniger, weil ich so ein bisschen aussortiere, ne? Ich lade wirklich eigentlich nur noch hoch, was mir gefällt und das gehört auf jeden Fall dazu, das gehört in meine Gönn-Aura-Playlist, hat mir wieder gut gefallen. Boah, das Album wird mir... Lasst mir gerne einen Daumen da und einen Sub. Wir sehen uns im Stream, hoffe ich. In dem Sinne, schlaft gut.